Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir uns eine Neuerung in Wavi Profi 3 widmen, und zwar in der Version 3.70.927, ganz schwerpunktmäßig Datenschutzgrundverordnung. Zum einen möchten wir Sie auf unsere Seite natürlich verweisen, wo Sie unter Privatsphäre und Datenschutz die angepassten Datenschutzbestimmungen einfach wiederfinden. Und weiter unten, ganz wichtig, hier auch ein PDF herunterladen können. Und zwar dieses PDF brauchen wir von Ihnen, wenn wir Sie kontaktieren sollen. Denn ganz streng genommen ist es so, wenn Sie uns anrufen oder eine E-Mail schreiben, bitte ruf uns zurück, haben Sie uns noch keine Einwilligung erteilt, dass wir Sie kontaktieren dürften. Wir brauchen von Ihnen eine Unterschrift. Dazu haben wir hier diese Einwilligung und Hinweis zum Datenschutz. Und da steht auch drauf, dass Sie hier sich Ihre Zustimmung erteilen, damit wir Sie kontaktieren dürfen oder Ihnen eventuell Sonderangebote zukommen lassen dürfen per E-Mail oder per Telefon. Dies bitte ausfüllen und dann an die info@wavi1.de senden oder einfach per Fax dann senden an die hier angeblendete Nummer. Soweit, so gut. Zum anderen Mal möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir hier einfach so ein deutsches Übersichtsblatt haben, was das eigentlich bedeutet, wer was tun muss. Denn viele sind dem Irrglauben verfallen, dass eine Software, die sie installiert haben, nun alles tun muss. Totaler Schmarrn. Also, Sie allein sind verantwortlich für die Verfügbarkeit Ihrer Daten, für die Vollständigkeit Ihrer Daten, für die Aufbewahrung Ihrer Daten, auch an einen externen Ort. Und Sie sind dafür verantwortlich, wer darauf Zugriff hat. Das bedeutet im Klartext, oder wir kürzen das Ganze ab, bitte installieren Sie sich ein Verschlüsselungsprogramm auf Ihre Festplatte, denn so ist gewährleistet, dass nur diejenigen Zugriff auf die Festplatte und somit natürlich allen Daten haben, die über das Passwort vom Verschlüsselungsprogramm eben verfügen. Okay, deshalb einfach mal durchlesen. Auch ganz lustig ist der untere Abschnitt dieses Interessantes. Das ist so ein Widerspruch in der Datenschutzverordnung, die anscheinend noch nicht richtig bedacht wurde, aber einfach mal durchlesen. Und wir hoffen natürlich, dass Ihnen das ein kleines bisschen weiterhilft. Kommen wir nun zu Wavi Profi 3. Was ist da alles neu? Im Kundenstamm finden Sie nun eine Checkbox. Wir haben das Wort beinahe nicht eingefallen. Hier DSGVO, Einwilligung liegt vor, ja, nein. Das heißt, hier bei unserer Musterwerkstatt haben wir gesagt, ja, haben wir. Und beim Auto Müller, ja, da gibt es halt nicht. Was ist das? Diese Einwilligung ist im Prinzip nichts anderes als wie die Erlaubnis zur Kontaktaufnahme per E-Mail, per Telefon, per Fax, wie auch immer. Da bitten wir Sie momentan, dass Sie im Word sich einfach ein Dokument erstellen. Ich mache das einfach mal so. Das heißt, ich habe hier einfach mal so ein Pseudodokument erstellt, wo Sie Ihre eigene Einwilligung zusammenbasteln. So. Dieses Word-Dokument empfiehlt es sich natürlich, dass Sie eventuell einen Direktlink auf den Desktop haben, damit Sie es einfach anklicken können und nicht lange suchen müssen. Okay, kommen wir gleich dazu. Machen wir jetzt ein praktisches Beispiel. In der Kasse wählen wir nun unsere, was weiß ich, Müller Franz aus vom Autohaus Müller. Den Kunden wollen wir natürlich übernehmen. Und hier steht nun im Kundenstamm hier oben, die SGVO-Einwilligung fehlt. Das heißt, der Kunde hat noch keine Einwilligung abgegeben. Dann machen wir mal ein schönes Beispiel. Sie verkaufen irgendwas und da hat uns ein Kunde jetzt die Tage ein tolles Beispiel genannt. Der verkauft Aquarien. So, jetzt ist der Kunde, der hat ein Aquarium verkauft und jetzt ist der Kunde und ruft ihn an und sagt, hey, ich habe irgendwie ein Problem beim Aquarium, so und so. Jetzt ist es aber nicht der Mann. Oder andersrum, das Aquarium haben Sie seiner Frau verkauft und jetzt ruft der Mann an. Jetzt haben wir das erste Problem, Sie dürfen dem keine Auskunft geben. Deswegen ist es hilfreich, wenn Sie hier so eine Einwilligungserklärung abgeben und dann sagen, hey, was weiß ich, wenn du uns kontaktierst, deine Frau, dann schreib's mit rein. Damit ist die Sache vom Tisch und damit können Sie auch den Kunden telefonisch weiterhelfen oder den Kunden sogar zurückrufen, denn es kann ja sein, dass Sie gerade im Kundengespräch sind, der Kunde ruft an, hinterlässt Ihnen eine Nachricht auf dem AB, weil er ein Problem hat und Sie sollten ihn nun zurückrufen. Dürfen Sie nicht. Streng genommen.
Auf der einen Seite sollen sie Umsatz machen, damit sie Umsatzsteuer bezahlen können, vielleicht ihr Personal bezahlen sollen, und dann wird sowas gemacht. Schwierig. Also, ja, aber egal, ist so, kann man nichts machen. Wählen Sie nun einen anderen Kunden aus, zum Beispiel unsere Musterwerkstatt, dann, wo Sie diese Einwilligungserklärung bereits vorliegen haben und dieses Häkchen im Kundenstamm gesetzt haben, steht hier, dass die Einwilligung bereits vorliegt. Also für Sie ein Indikator, okay, da muss ich nichts tun. Kommen wir nochmal hier zu dem anderen Kunden zurück, zu unserer Autowerkstatt. Wenn diese fehlt, klicken Sie auf Kunde, auf Kundenstamm, dann sind Sie gleich bei dem Kunden. Sie klicken hier auf Adresse in Zwischenablage, können das einfach übernehmen, wechseln dann zu Ihrem Word-Dokument. Na, wo haben wir es denn? Hier. Komm. So, wechseln hier zu Ihrem Word-Dokument, setzen hier einfach die Adresse ein, und klicken dann auf Datei drucken. So, dann haben Sie dieses Word-Dokument, diese Einwilligungserklärung, sofort ausgedruckt, und Sie können das den Kunden unterschreiben lassen. Bitte nicht einscannen, können Sie natürlich zusätzlich, aber immer das Original aufbewahren. Okay, ich will das jetzt natürlich nicht speichern, weil es war nur so ein Test. Das ist mal das eine von der Kasse her. Das gleiche ist natürlich in der Rechnungskasse genau das gleiche. Im Rechnungsmodul, wenn Sie da einen Kunden auswählen, wird Ihnen das auch angezeigt. Im Kundenstamm, können wir da mal zurück, können Sie natürlich auch sagen, weil es kann ja sein, dass Sie Ihre Kunden per E-Mail kontaktieren. Deswegen sollten Sie natürlich im Kundenstamm sagen, okay, dann schicke ich mal diese Bestätigung raus und die Kunden sollen das halt bitte ausdrucken oder einfach bestätigen. Hierzu haben wir etwas vorbereitet, das kann man noch im Nachhinein ändern, also jetzt noch nicht, aber erst in der Version 28, die in circa 2 bis 3 Wochen rauskommt, Rechtsklick und dann Datenschutzgrundverordnung und Sie sagen hier Einwilligung Kunde. Dann wird eine Outlook-Instanz generiert, insofern Sie natürlich in den Systemeinstellungen eingestellt haben, dass Sie Outlook verwenden, und dann haben Sie hier einen Text, das heißt mit Ihrer Adresse, mit der Adresse des Kunden. Und dann steht hier drauf, als Kunde von Ihnen und so weiter. Ne? Und dann können Sie hier auf Einwilligung bestätigen klicken. So, ich mache das hier einfach mal so auf, aus Spaß. Genau, und dann öffnet sich einfach ein neues Fensterchen, insofern Sie natürlich diese Standard-Zuordnungen gesetzt haben. Und dann steht eben einfach hier drauf, hiermit bestätige ich, bla bla bla. Ne? So. Und dann können Sie einfach auf Senden klicken und dann haben Sie die Bestätigung des Kunden. Das heißt, der Kunde kann hier an dieser Stelle noch den Text ändern. Er könnte was dazu schreiben. Ja, und deswegen ist es dann auch eine Bestätigung, dass der Kunde dem einwilligt. So, das ist mal nicht schlecht. Des Weiteren können Sie natürlich einfach auch sagen hier, dass Sie das nun an alle Kunden senden wollen, und das geht immer nur per E-Mail. Das sagen an alle Kunden, die eine E-Mail-Adresse haben, wird das Ding rausgeschickt und dann können die Kunden das Ihnen bestätigen. Auch sehr schön ist natürlich die Auskunft. Wenn ein Kunde sagt, ja, was habe ich denn alles überhaupt bei Ihnen, dann klicken Sie einfach auf den Kunden und klicken auf Auskunft. Sie erhalten nun ein Anschreiben, das Sie natürlich im inhaltlich ändern können. Okay, dann erhalten Sie das Kundenstammblatt mit den Informationen, die Sie über den Kunden gespeichert haben. Das können Sie ausdrucken, wenn Sie wollen. Wie gesagt, Sie haben immer die Möglichkeit, etwas auszudrucken oder nicht auszudrucken. Und Sie können die vom Kunden getätigten Einkäufe mit den getätigten Artikeln natürlich auch zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, das ist alles optional. Sie können sagen drucken oder Sie können einfach sagen schließen, wenn Sie sagen, das will ich nicht ausdrucken. So, und das können Sie dann dem Kunden zukommen lassen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der die Datenschutzverordnung betrifft. Es ist ja so, wie wir in den PDF auf unserer Homepage auch bereits, ich glaube, in einem Schlagwort, wo haben wir es denn? Hier, genau, auch benannt haben. Ja genau, als Grundsatz gilt, Steuerrecht schlägt Datenschutz. Sind wir ein bisschen beim Kartenspielen. Das bedeutet, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen von steuerrelevanten Dokumenten oder Informationen haben Vorrang gegenüber den Aufbewahrungsfristen bei einem Datenschutz. Also gegenüber dem Datenschutz. Das heißt, Sie müssen die Dokumente oder Verkäufe mindestens 10 Jahre aufbewahren. Aber Sie können hier jederzeit hier Altdaten entfernen laut Datenschutzgrundverordnung.
Dann sagt er natürlich, wollen Sie das, ne? Dass er sagt, die Altdaten bis zum 31.12. vom System entfernen, ja, nein, und dann können Sie sagen, ja. Dann sagt er natürlich, hey, mach mal lieber erst eine Datensicherung, bevor du irgendwas machst, was falsch ist. Also, gehen wir hier auf Datensicherung, erstellen einfach eine Datensicherung. Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle hier mit PDF-Dateien und Sicherung des Dokumentenordners mit anzuklicken. Dann wird die Datensicherung erstellt. Dies kann unter Umständen bei größeren Datenmengen etwas Zeit in Anspruch nehmen oder auch mehrere Minuten. Da bitte abwarten und nicht einfach dann im Windows Task Manager sagen, Programm reagiert nicht. Das Programm arbeitet, aber bei großen Datenmengen muss er halt viel arbeiten und dann braucht halt auch mehr Zeit. So, nun könnten wir tatsächlich hergehen, dann Altdaten entfernen, sagen ja, das wollen wir. Und jetzt wird im Hintergrund gearbeitet. Das heißt, es werden nun alle alten Rechnungen, die Sie als PDF, Lieferscheine oder Angebote, die Sie bis zum 31.12.2017 erstellt haben von irgendwelchen Kunden, werden nun entfernt. Auch finden Sie dann im Kundenstamm, wir haben jetzt natürlich keine so uralten Daten, plötzlich einen Altdaten, also einen DS, GVO, Altkunde finden Sie dann wieder, wo dann die ganzen alten Informationen auf diesen einen Kunden komprimiert werden. So, also das heißt, dann sind die Kundeninformationen weg. Dann kommen wir zum nächsten. Es wird immer wieder gefragt, ja, was sind denn sensible Daten? Sensible Daten sind alles, was man so nicht irgendwie öffentlich erreichen kann. Und wenn wir einfach mal nun ein Beispiel machen, wie gesagt, das ist nun ein Beispiel. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Örtliche. So, und ich gehe jetzt irgendwas ein. Ich sage jetzt einfach mal Müller, ne, in Nürnberg. Egal. So, und wir finden nun jede Menge Einträge. Egal, ob es jetzt von Firmen sind oder von Privatpersonen. Und dann sehen wir auch dann die E-Mail-Adressen dazu und bla bla bla. Also das heißt, das können ja keine sensiblen Daten sein. Denn bei dem örtlichen oder im Telefonbuch haben Sie zum Teil auch noch das Viertel mit dabei. Dann haben Sie, wenn Sie so wollen, noch, wenn es dumm läuft, eine E-Mail-Adresse mit dabei, eine Handynummer mit dabei und eine normale Telefonnummer. Also das können ja keine sensiblen Daten sein, denn dann müssten die ab 25.05. verschlüsselt sein. Das heißt, kein Mensch darf mir diese Daten einsehen. Schwierig. Okay, deswegen werden sensible Daten in der Datenbank einfach maskiert bei uns. Das heißt, selbst wenn Sie hier hinschreiben, dass der Kunde am, keine Ahnung, am 15., weiß ich nicht, 3.1980 geboren ist, steht es zwar für Sie augenscheinlich drin, aber in der Datenbank steht was ganz anderes drin. Okay? Nur so viel dazu auch, ist die Information wie Religion ist auch maskiert. Das heißt, selbst wenn Sie katholisch wählen würden im Personalstamm, wohlgemerkt im Personalstamm, steht dann in der Spalte des Personalstamms etwas anderes drin. Aber die Wabe kommt damit zurecht. So weit, so gut. Also das heißt, und wenn in der Datenbank was anderes drinsteht oder was Falsches drinsteht, dann stimmt es ja nicht überein. So weit, so gut. Dann kommt an dieser Stelle einfach wieder der Grundsatz zum Tragen. Sie müssen dafür sorgen, damit die Daten für andere nicht öffentlich und sofort einsehbar sind. Das heißt, machen Sie einfach ein Verschlüsselungsprogramm auf Ihre Festplatte, so wie ich es zu Anfang schon erwähnt habe. Dann ist das Ganze ein kleines bisschen einfacher und wesentlich sicherer. So, dann denke ich, sind wir mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung hier in WABIC Profi 3 durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.